Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es endlich soweit und Capture One 20 wurde präsentiert. Und in diesem Video zeige ich euch die neuesten Features und Funktionen und gehen später dann in neuen Videos auch auf die Funktionen genauer ein. Gleich nach dem Intro geht's los. So, wir wechseln einmal auf dem Bildschirm von mir und im Grunde hat sich jetzt dann nicht so viel getan in Capture One, was das User Interface betrifft. Es ist aber was dazugekommen, wo ich mir am Anfang gedacht habe, what the fuck, hat mich am Anfang regelrecht wahnsinnig gemacht. Das ist diese Scrollbar hier, also dieser scrollbare Bereich, und ich habe das jetzt einmal in meinen Workflow halbwegs angepasst, dass ich sage, ich kann damit super arbeiten. Und zwar haben wir jetzt da rechts in der Werkzeugleiste einen fixierten Bereich und einen scrollbaren Bereich. Scrollbar ist er genau dann, wenn man die Alt-Taste drückt oder gedrückt hält, und dann kann man hier runter scrollen oder rauf scrollen. Im Bereich meines Farbregisters habe ich mir das zum Beispiel so gemacht, dass ich die Ebenen, das Histogramm und den Farbeditor oben fixiert habe, und ich habe mir unten im Scrollbar-Bereich die Farbbalance-Tools eingestellt. Welchen Sinn das hat, kann ich hier gleich mal zeigen. Das heißt, ich habe immer mein großes Farbrad und muss nicht immer auf das 3-Wege-Rad zurückgreifen. An sich sehr cool, weil ich habe dann sonst immer einen eigenen Bereich gebraucht, dass ich diese Darstellung eben so haben kann, beziehungsweise habe ich die schwebenden Werkzeuge eben gebraucht, dass es funktioniert. Aber ja, geht soweit ganz gut. Wenn ich die Alt-Taste nicht gedrückt habe, übrigens, kann ich direkt im Tool scrollen und habe so eine viel genauere Kontrolle, als wenn ich das jetzt hier so über den Bereich mache oder hier. So. Zum Beispiel. So, kommen wir zum Farbeditor, und da hat sich in meiner Meinung nach auch sehr viel getan, und zwar im Bereich des Basis-Tab. Und zwar ähnelt er jetzt da ziemlich den HSL-Regler von Lightroom, und kann man gut finden oder nicht, ich bin jetzt dann nicht unbedingt der Fan davon, bis auf die Regler, die gefallen mir ganz gut, dass die jetzt eingefärbt sind. So hat man visuell eben besser dargestellt, dass eben was passiert, wenn man diese Regler eben bedient oder in welche Richtung man schiebt. Ja. Zusätzlich hat man eben hier das Icon für den Farbbereich, dass man den bearbeiten kann. Hier kann man wie üblich eben seinen Bereich einstellen, wie man möchte. Und auch die Klettung kann man hier verstellen, wie man möchte. Also ein Klick eben nur entfernt zu vorher, aber ja, für einen Lightroom-Umsteiger ist das sicher ganz gut, so wie das jetzt da ist. Was man zusätzlich eben noch hat, ist die Möglichkeit, das Ganze mit den Drücken auf dieses Icon hier, der direkte Farbeditor. Und wenn man das Ganze im Bild gedrückt hält, dann hat man einen Cursor, wo man, wenn man auf und ab bewegt, also vertikal, kann man die Sättigung beeinflussen. Wenn man das Ganze horizontal macht, kann man eben den Farbton beeinflussen. Und zusätzlich ist standardmäßig eingestellt, wenn man mit gedrückter Alt-Taste horizontal den Cursor bewegt, dann verändert sich die Luminanz von eben dem Farbbereich, der gerade ausgewählt wurde. Ja, eigentlich ganz cool. Das Menü muss man jetzt nicht unbedingt im Tool selbst auswählen. Wenn der direkte Farbeditor ausgewählt ist, dann kann man das eben direkt auch im Bild machen mit Drücken der rechten Maustaste.
Ein weiteres Tool, was eine Verbesserung erfahren hat, war das Crop Tool oder das Zuschneidetool. Und das sieht man schon ein wenig an der UI von dem Ganzen. Ich kann jetzt da mit Alt-Taste kann ich in die Mitte kroppen, wie ich das eben gerade brauche bei diesem Bild. So, zum Beispiel. Oder wenn ich das mit der Umschalttaste mache, dann ist das so wie gehabt, dass man die im das Zuschneiderverhältnis beibehält und mit V kann ich das eben dementsprechend eben auch bestätigen, wenn ich in das andere Tool wechsle. Das heißt, C-Taste drücken, mit Alt-Taste kann ich eben alle Seiten zuschneiden bzw. erweitern. Beziehungsweise wenn ich das in die Mitte stelle, sieht man das ein bisschen besser. So. Oder eben mit der Umschalttaste. Und that's it. Weitere Punkte, die mir in Capture One sehr gut gefallen, das sind eben im Bereich der Ebenen. Ich arbeite sehr gerne mit Ebenen in Capture One. Allein schon, wenn man sich hier das Interface jetzt ansieht, das ist alles mit einem Klick verfügbar, egal ob das jetzt da ein Radialmaske ist, die ich hier einfügen möchte, zum Beispiel. Oder das Verlaufstool. Oder wenn ich diese Maske löschen möchte wieder. Dann habe ich hier eben meinen Radierer, den könnte ich hier jetzt da verwenden. Dann habe ich noch meinen Pinsel. Meine Pinseleinstellungen habe ich hier, die habe ich aber nach wie vor auch, wenn ich mit der rechten Maustaste eben auf irgendwo in das Bild klicke. Ich könnte jetzt dann noch wieder sagen, was es für eine Ebene sein soll. Luminanzbereich ist wieder dabei. Und die mit dem Pluszeichen kann ich eine weitere Ebene hinzufügen. Also das ist wie gehabt. Vereinfacht ist wie gesagt eben, dass das alles hier mit einem Klick jetzt verfügbar ist. Was neu hinzugekommen ist, und dazu kopiere ich mir einfach die Einstellung von diesem Bild und gehe rüber in meine gespeicherten Anpassungen. Ich kann eben alles angepasst ohne Komposition verwenden. In die Zwischenablage kopieren kann ich es und ich habe hier eben alles verfügbar. Was aber neu ist in Capture One 20, wenn ich das jetzt da hier betrachte bei diesem Bild und füge das einfach hier jetzt ein, dann passiert Folgendes. Meine Reparaturebenen sind übernommen worden und früher war das eben der Fall, dass eben alle Ebenen von den anderen Bild ersetzt wurden. Und wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, dann sehe ich hier alle Ebenen, die ich vorher eingefügt habe. Hier zum Beispiel dieses Verlaufswerk, diese Verlaufsmaske hier, damit ich eben diesen Übergang zum Model habe. Der wurde mir einfach belassen und die anderen Ebenen wurden einfach drüber gesetzt. Das vereinfacht sehr den Workflow, weil ich dann nicht eben aufpassen muss, ob ich irgendwas eben nicht dabei hatte oder so, oder dass ich irgendeine Anpassung verliere. Als nächstes wollte ich euch zeigen das neue HDR-Tool. Neu insofern, weil da jetzt mehrere Regler dazugekommen sind, und zwar ein Regler für Lichter und ein Regler für Schatten, und das ist eben weiß oder schwarz. Also ich kann nicht nur mit Lichter und Tiefen Bereiche zurückholen, also retten in meinem Bild. Ich kann gleichzeitig auch etwas am Kontrast noch zusätzlich drehen. Das heißt, ich habe eine weitere Möglichkeit, mit den Kontrasten an meinem Bild zu arbeiten, und habe
zusätzlich noch die Funktion, dass ich Highlights oder Schatten eben ausbessern kann. Das wäre folgendes. Weitere Sachen, die in Capture One 20 dazugekommen sind, eben, was mir jetzt nicht sonderlich auffällt, aber das Vorschaubild im Browser eine höhere Auflösung erhalten hat. Und was ich eben nicht zeigen kann, das betrifft die Rauschreduzierung, weil ich eben selten mit High-ISO-Bildern arbeite. Daher macht es wenig Sinn, wenn ich da jetzt da irgendein Bild hernehme und hier an den Reglern drehe. Ich brauche dieses Tool eigentlich überhaupt nicht. Es soll aber auf jeden Fall verbessert werden und laut Phase One eben auch die Engine es erkennen soll, dass welche ISO dieses Bild geschossen wurde. Ich bin mir sicher, es funktioniert, aber ich kann es leider so nicht zeigen. Vielleicht aus der Community, dass mir irgendwer ein Bild zukommen lässt mit einer hohen ISO-Anzahl und dass ich da herausfinden kann, wie es funktioniert, beziehungsweise dass ich euch dann dementsprechend ein Video noch zeigen kann. Weitere Sachen sprengen jetzt einfach den Rahmen. Das sind so kleine Sachen, die zwar meiner Meinung nach wichtig waren, dass sie verbessert wurden und manche eher in einen Bereich gekommen sind, die gewöhnungsbedürftig sind, aber mit ein bisschen Einarbeitung geht das. Wie gesagt, ich wollte bei diesem Video eben einen kleinen Überblick verschaffen, was neu ist, was für mich wichtig ist, was hinzugekommen ist und meine Meinung eben dazu bringen. Alles andere in weiteren Tutorials von mir. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von Capture One 20 hält. Diskutieren wir gemeinsam. Sagt mir, ob das Video gefallen hat, was ihr als nächstes für Videos sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vergesst mir nicht, einen Daumen hoch hier zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns, wie gesagt, demnächst. Also dann, ciao Leute.